Landkreis immer Zuweisungen von Flüchtlingen und Asylbewerbern in der Größenordnung von um die 60, das war bis zum Jahr 2012. Bis dahin war es auch gut leistbar und auch genau der richtige Weg, diese Flüchtlinge dezentral in den Dörfern im Landkreis dann auch unterzubringen und ihnen dann Obdach zu geben, weil sie auch in einer dörflichen Gemeinschaft dann als Einzelpersonen oder in Familien gut integriert werden konnten. Inzwischen, das ist allgemein bekannt, ist die Zahl der Asylbegehrenden deutlich angestiegen und wir hatten im Jahr 2014 knapp 400 Zuweisungen, nochmal die Zahl von eben war 50, jetzt reden wir über knapp 400. Gerade dann, wenn es mehr Flüchtlinge und Asylbewerber werden, mit der dezentralen Unterbringung ein Problem in der Betreuung dann auch bekommt. Und wir wollen, dass es wirklich erinnert, dieses Konzept, eine gute Betreuung für die Menschen dann auch sicherstellen. Und es war für uns dann eine besondere Herausforderung, auch mal darüber nachdenken zu können, wie kann denn bei der dauerhaften Zuweisung in Kommunen eine umfassende soziale Betreuung aussehen. Wir wussten, dass es Gemeinschaftsunterkünfte geben wird. Wir sind keineswegs glücklich darüber, dass es dieses Instrument bedarf, aber es lässt sich wohl momentan in der Situation auch nicht vermeiden. Wobei ich schon sagen möchte, auch aus den Gesprächen jetzt der vergangenen Wochen heraus, es werden nicht immer nur Container sein, sondern es werden auch andere Lösungsmöglichkeiten je nach situativer Gegebenheit vor Ort auch in Erwägung. Da sehen Sie jetzt zum Beispiel vier Namen stehen, das sind die vier Mittelzentren, wobei wir klar sagen, im Bereich Hermeskeil kann man nicht genau planen. Sie wissen, derzeit läuft die Diskussion, dort eine Erstaufnahmeeinrichtung dauerhaft unterzubringen. Es gibt das klare Bekenntnis von Kreisen und auch Trägern, dass man sagt, dann ist eine zusätzliche Unterbringung im Sinne einer kommunalen Gemeinschaftsunterkunft am Standort Hermeskeil wohl nicht möglich. Heute sieht es so aus, die Kommunen erfahren etwa 14 Tage vorher, dass Zuweisungen erfolgen. Die Frist ist nur wesentlich geringer geworden gegenüber früheren Zeiten, die Menschen in der Erstaufnahme verbracht haben. Wir sind derzeit da bei etwa 5 Wochen. Ursprünglich angedacht und angezielt sind immer 3 Monate, um bestimmte Fragen überhaupt klären zu können. Da wird es einen Teil geben, dass man Verfahrensberatung und Traumatherapie anbietet. Da wird es den Teil geben, dass Integrationsberater für Jugendliche und Erwachsene zur Verfügung stellen. Da wird es den Teil geben, dass Jobcoaches und Berufsbegleiter zur Verfügung stehen werden. Da gibt es Willkommenspatenschaften und da gibt es ein Angebot, das nennt sich dann im Rahmen der Möbelbörse, wo auch unter anderem Wohnraumakquise betrieben wird. Ich würde mal von meiner Seite vielleicht noch mal kurz einsteigen. Entschuldigung, dass ich ein bisschen später an bin. Ich war in Konz in der Realschule Plus, habe mit Schülern diskutiert, es war Thema MINT, aber irgendwann waren wir auch bei der Frage Flüchtlinge. Ja, also auch etwas, was die Schülerinnen und Schüler auch sehr intensiv bewegt. Aber das nur am Rande gesagt, zeigt aber, dass wir wirklich ein Thema haben, was auch die Menschen im Moment bewegt und auch die Frage sich stellt, wie man denn auch Flüchtlinge wirklich bei uns auch optimal integriert bekommt. Ich will bewusst auf das Thema integriert zur Sprache kommen, weil üblicherweise hat man ja nach dem herkömmlichen Asylbegriff ja nur im Kopf, es kommen Menschen und die fahren anschließend wieder heim. Dass sobald sich die Bedingungen in der Heimat geändert haben. Das wird sicher so nicht der Fall sein. Das ist auch ein Hintergrund, warum wir jetzt diesen Weg hier gehen. Wir wissen und haben auch die Erfahrung der letzten Jahre, dass viele Asylbewerber auch hier bei uns dauerhaft ihren Wohnsitz nehmen wollen und nehmen werden. Und vor dem Hintergrund sagen wir natürlich auch, und das ist ja auch Grundlage dieses Konzeptes innerhalb des Kreises, da sagen wir auch, es ist dann wichtig, dass wir frühzeitig auch schon den Menschen die Möglichkeit geben, sich hier auch möglichst eine eigenbestimmte Zukunft auch zu beschaffen. Das ist auch eine Frage der Wertschätzung gegenüber den Menschen, die zu uns kommen. Sie kommen ja aus schwierigsten Situationen, die allermeisten zumindest mal. Und sie sollten dann auch hier bei uns die Chance bekommen, sich entsprechend auch zu qualifizieren und ihr Lebensumfeld selbst zu gestalten. Entscheidender dürfte die Frage sein, wie können die Menschen bei uns leben? Wie bringen wir sie in Kontakt mit dem Lebensumfeld in den Orten? Wie bringen wir sie in Kontakt mit der Sprache?
in unserem Land, wie bringen wir sie in Kontakt mit unserem Arbeitsmarkt, der ja auch durchaus viel Zuwanderung verträgt, auch hier in der Region.